Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hast du gewusst, dass jeder von uns, der einen Golfball spielen möchte, zu Beginn 5 Chancen bekommt und anschließend eine weitere, um sich stetig verbessern zu können? Jetzt, welche sind das? Das erste wäre eine gute Vorbereitung, also aussuchen, evaluieren, welche Schläge wohl der richtige ist, um an dein Ziel spielen zu können. Die nächste Chance ist der Griff. Hast du deine Hände am richtigen Ort gegenüber der Schlagfläche, so dass du den Ball im Treffmoment sauber abgeben kannst? Und die dritte Chance wäre, zielst du deinen Schlägerkopf da richtig an dein Ziel hin, so dass die Schlagfläche nicht nach links oder nach rechts zeigt? Die vierte Chance wäre dann, stimmt deine Ausrichtung, stehst du gegenüber deinem Ziel richtig hin? Die fünfte Chance, die du dann bekommst, ist dein Bewegungsablauf. Ist der in Balance oder nicht? Dann, wenn die Ausführung stattgefunden hat, was ist passiert? Ist der Ball dorthin gegangen? Hat er die richtige Flugbahn gehabt? Hat er die richtige Carrylänge gehabt? Also das Auswerten, was du soeben getan hast. Am Schluss geht es dann wieder auf Feld 1, wo du wieder mit dem ersten Ablauf wieder beginnst, bei der Evaluation. Und wenn sich der Kreislauf immer wieder so schließt, dann bist du eigentlich in einem Prozess drin mit verschiedenen Abläufen, die dir helfen werden, von Schlag zu Schlag besser spielen zu können. Falls du Mühe hast, die 6 Chancen, die uns bei jedem Golfschlag zur Verfügung stehen, zu nutzen, dann komm vorbei, ich helfe dir gerne, diese zu entwickeln. Diese sind nicht so schwer zu lernen und es macht doch erheblich viel mehr Spaß, wenn man die Bälle dahin schlägt, wo man sie ja gerne haben möchte. In diesem Sinne, leite dieses Video an einen Freund weiter, dem das helfen kann. Bedanke mich für ein Abonnement und bis zum nächsten Mal. Tschüss!